Augsburg hat einen Schatz gefunden, und zwar einen ganz besonderen. Was der über die Geschichte der Stadt erzählt, darum geht es heute im Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Knappe 5.600 Silbermünzen haben Arbeiter auf einer Baustelle im Stadtteil Oberhausen, man könnte fast sagen, aus dem Kies gezogen. Erstmal sahen die Münzen einfach nur wie kleine graue Plättchen aus, aber laut Archäologen ist das ein ganz besonderer Schatz, der da gefunden wurde. Es handelt sich um Münzen aus der Römerzeit, genauer gesagt aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Das lässt sich an den Prägungen erkennen. Ganze 15 Kilo wiegt der Silberschatz. Damit hat er nicht nur zur heutigen Zeit einen großen Wert, sondern auch schon damals, als er vermutlich in der Nähe der damaligen Via Claudia vergraben wurde. Ein Hochwasser könnte die Münzen später mitgespült haben, weshalb sie dann im Kies des früheren Flussbetts der Wertach landeten. Der Fund lässt natürlich viel Spielraum für Spekulationen. Einem einfachen Soldaten kann das Geld nicht gehört haben. Das wären nämlich ganze 11 bis 15 Jahreslöhne gewesen. Wahrscheinlicher ist, dass ein Wein- oder Tuchhändler oder auch ein Mann aus der römischen Finanzwelt den Schatz vergraben hat. Eines ist jedenfalls sicher, die Münzen machen einmal mehr die große Bedeutung Augsburgs in der Römerzeit deutlich. Wir bleiben direkt in Oberhausen. Dort hat die Polizei gestern ein Pärchen kontrolliert und dabei festgestellt, dass die Frau mit einem Haftbefehl gesucht wird. Sie war als Angeklagte in einem Strafverfahren nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Als die Polizisten die Frau festnehmen wollten, wurde das Paar plötzlich aggressiv. Die 45-Jährige versuchte zu flüchten, ihr 32-jähriger Begleiter mischte sich ein und versuchte, sie zu befreien. Er umklammerte die Frau und zog sie von den Beamten weg. Als die Polizisten ihn dann festhielten, wehrte er sich und trat gegen das Knie eines Beamten. Schließlich setzte die Polizei Pfefferspray ein und nahm beide Randalierer fest. Während gerade gefühlt überall die Zeichen auf Lockerung stehen, explodiert die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg. Gestern war sie mit einem Wert von 111,8 so hoch wie seit Mai nicht mehr. Der Verlauf der Inzidenzkurve erinnert an den Winter und an das Frühjahr. Auch bei der zweiten und dritten Welle gab es nämlich nach einem starken Anstieg bei der Inzidenz eine kurze Erholung, bevor der Wert dann komplett in die Höhe geschossen ist. Ein Grund für den steilen Anstieg ist ein Ausbruch an einer Schule in Königsbrunn. Dort hat sich wohl auch ein Eishockeyteam infiziert und allein am Montag wurden 86 Fälle verzeichnet. Beim Blick aufs Wetter fällt eines sofort auf: Es wird stürmisch. Packt euch heute lieber gut ein, wenn ihr nach draußen geht, denn es sind auch immer wieder leichte Regenschauer möglich. Mittags soll mal ganz kurz die Sonne rausschauen, aber mehr als 14 Grad erreichen die Temperaturen heute leider nicht. Vom Wetter wieder zurück zum Thema Corona, genauer gesagt zu den manchmal sehr schrecklichen Folgen dieser Krankheit, über die meiner Meinung nach zu wenig gesprochen wird. Mit meiner Kollegin Ina Marx will ich das jetzt ändern. Wir sprechen über die sehr berührende Geschichte von Michaela Fischer. Sie gründet in Augsburg derzeit eine Selbsthilfegruppe für die Angehörigen von Menschen, die an Corona gestorben sind. Hallo Ina. Hallo Greta, grüß dich. Der Grund, warum Michaela Fischer diese Gruppe gründet, ist ein sehr trauriger, nämlich der Tod ihres eigenen Mannes. Was hat sie dir denn dazu erzählt? Ja, das war wirklich eine sehr traurige, eine sehr bewegende Begegnung, die ich mit Frau Fischer hatte. Sie erzählte mir, dass sich ihr Mann im Dezember letzten Jahres, also eigentlich auch zur Hochzeit von Corona, mit Covid-19 infiziert hat. Also nicht nur er, letztendlich dann auch sie. Und dass ihr Mann binnen 5 Wochen, das muss man sich echt mal irgendwie vorstellen, gestorben ist. Er war 58 Jahre alt, er war vorher gesund, so wie sie berichtet. Und ja, plötzlich war er nicht mehr da.
Es gibt ja noch eine weitere Wendung in dieser Geschichte, die ebenfalls sehr tragisch ist. Angesteckt hat sich der Mann nämlich bei der Tochter. Wie wird die denn damit fertig? Ja, genau. Also wenn ich das ganz kurz noch ausholen darf, die beiden, also das Ehepaar hat zwei Kinder und die Tochter, beide sind erwachsen, die Tochter hat ihre Eltern immer einmal die Woche besucht zum gemeinsamen Abendessen, auch im Dezember eben. Und die Tochter hat zu dem Zeitpunkt als Erzieherin in einer Kindertagesstätte gearbeitet. Dort hatte eine Kollegin schon Krankheitssymptome gehabt, also Fieber, Gliederschmerzen, ihr ging es nicht gut. Und die Tochter der Fischers hat der Kollegin auch gesagt, Mensch, bleib doch zu Hause. Die wiederum sagte oder entgegnete, nee, passt schon. Und ich habe auch gar kein Corona, wenn es das überhaupt gibt. Also die hat es dann auch nochmal so ein bisschen angezweifelt, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber de facto, so erzählt es die Tochter von Frau Fischer, hat die Kollegin sie letztendlich angesteckt. Und sie selber wusste nicht, dass sie auch schon infiziert ist, besucht an diesem Abend ihre Eltern zum Essen und gibt das Virus weiter. Das heißt also, bei der Mutter war der Verlauf dann nicht so schwer und beim Vater hingegen sehr schwer. Beim Vater natürlich sehr schwer, klar, er ist ja letztendlich dann auch daran gestorben. Die Mutter wiederum hat insofern auch einen schweren Verlauf gehabt, dass sie heutzutage immer noch an den Folgen, an den Langzeitfolgen leidet und immer noch nicht arbeiten gehen kann. Und sie hat auch wirklich schlimme Sachen erlebt, von einem Augeninfarkt bis zu Thrombosen. Also sie leidet heute noch unter den Folgen der Krankheit. Die meisten von uns haben wahrscheinlich den einen oder anderen in ihrem Bekanntenkreis, der offen für Verschwörungstheorien ist oder vielleicht sogar glaubt, dass es Corona gar nicht gibt. Was denkt denn Frau Fischer über solche Menschen? Ja, also tatsächlich begegnet Frau Fischer auch immer wieder Menschen, die wirklich offen, also ihr gegenüber offen anzweifeln, dass der Ehemann doch an Corona gestorben sei. Das ist für sie natürlich besonders schmerzhaft, wie man sich denken kann, wenn sie auch so viel Unverständnis und auf solche Ignoranten auch stößt. Und das passiert wohl Angehörigen von Corona-Verstorbenen immer wieder. Ich hatte auch mal eine Geschichte mit einer anderen Augsburgerin, deren Ehemann auch an Covid-19 gestorben ist. Und auch ihr gegenüber wird immer wieder angezweifelt, dass das so stimme. Und wie kam es dann konkret zur Idee für die Selbsthilfegruppe? Ja, man kann sich vorstellen, dass es der Frau Fischer überhaupt nicht geht, der Tochter natürlich auch nicht. Die hat natürlich nochmal besonders auch daran zu knabbern, dass sie das Virus weitergegeben hat. Und die beiden sind irgendwann mal auf eine Selbsthilfegruppe gestoßen, die eine junge Frau in Würzburg ins Leben gerufen hat. Die Selbsthilfegruppe trifft sich quasi digital, also online. Und Frau Fischer hat erzählt, dass ihr das so gut tue, eben unter Menschen, die dasselbe Schicksal erlitten haben, sich da auszutauschen, von Erfahrungen zu berichten, sich auch gegenseitig Tipps zu geben, dass sie sich gedacht hat, Mensch, sowas müsste das doch in Augsburg auch geben, hier für die Augsburger und für Menschen im Umland. Schließlich allein in Augsburg sind, ich glaube, der aktuelle Stand gibt es 420 Corona-Tote bislang. Genau, und das war ihre Intention, jetzt hier auch eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Du hast so ein bisschen angedeutet, die Tochter hat auch noch sehr damit zu kämpfen, dass sie das Virus quasi in die Familie gebracht hat. Wie geht sie denn damit um? Also wie versucht sie das denn zu bewältigen? Ja, natürlich durch viele Gespräche. Sie sagt, ihr tut es auch wahnsinnig gut, dass sie niemals jetzt in den letzten Monaten oder seit dem Tod des Vaters nur einen Vorwurf von Seiten der Mutter oder von Seiten ihres Bruders bekommen hat. Das tue ihr sehr, sehr gut. Und klar, durch die Selbsthilfegruppe versucht sie das natürlich zu verarbeiten, durch Gespräche mit ihrem Mann, mit Freunden. Sie geht ja auch sehr offen damit um. Man muss auch dazu sagen, dass sie damals ihren Job gekündigt hat in dieser Kindertagesstätte, weil sie gesagt hat, sie könnte dieser Kollegin nicht mehr in die Augen schauen, sie könnte sie auch nicht mehr ertragen. Wenn ihr selbst einen Angehörigen durch Corona verloren habt und gerne der Selbsthilfegruppe beitreten möchtet, dann könnt ihr euch bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen melden. Die Nummer und eine Mailadresse dazu findet ihr in den Shownotes oder unter augsburger-allgemeine.de. Danke, Ina, dass du diese berührende Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne, Greta.
Wir zoomen von Augsburg jetzt mal raus auf Deutschland und auf die Welt. Und da wird das heute noch wichtig. In Berlin beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD, den Grünen und der FDP. Geplant ist, dass in 22 Arbeitsgruppen über eine mögliche Ampelkoalition verhandelt wird. Und in Polen findet heute der letzte EU-Gipfel statt, an dem Angela Merkel in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin teilnehmen wird. Merkel will dort laut Angaben aus Regierungskreisen das Gespräch mit dem polnischen Ministerpräsidenten suchen, um im Streit zwischen Warschau und Brüssel zu vermitteln. Soweit zu den Meldungen aus aller Welt. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Süden in den Vatikan. Dort hat ein kleiner Junge Papst Franziskus heute gehörig die Show gestohlen. Das Kind ist während einer Generalaudienz des Papstes plötzlich nach vorne gekommen und wollte dem Heiligen Vater seine Papstkappe wegnehmen. Franziskus hat das ganz gelassen genommen, hat dem Jungen einen Stuhl angeboten und ihm zum Schluss eine ähnliche weiße Kopfbedeckung geschenkt. Der Papst dankte dem Jungen sogar für diese Lektion. Das Kind habe aus der Tiefe seines Herzens gehandelt. Und ich sag euch jetzt auch von ganzem Herzen danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Mein Name ist Greta Prünster. Macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.